Ein herzliches Moin hier bei uns in Schleswig-Holstein. Was, noch nie gehört? Dann werfen Sie doch einen digitalen Blick gemeinsam mit unseren Locals und mir auf das schönste Bundesland Deutschlands. Wir sind ganz oben im echten Norden, danach kommt nur noch Dänemark. Wir haben zwei Küsten um uns herum, die raue Nordsee und die etwas sanftere Ostsee. Dazwischen jede Menge Grün, Wälder, Felder, Seen und Flüsse, Weite, soweit das Auge reicht. Und natürlich auch Wind in all seinen Facetten. Von der kitzelnden Brise über frische Böen bis hin zum handfesten Sturm ist alles dabei. Ideale Bedingungen also, um sich den Kopf frei pusten zu lassen, durchzuatmen und endlich wieder Kraft zu tanken. Bei Ihrem nächsten Strandurlaub vielleicht oder bei einem Städtetrip im Herbst, Winter oder Frühling, wenn es hier im Norden wunderbar ruhig und so richtig schön einsam ist. Grundsätzlich gilt, Mütze nicht vergessen. Manchmal reicht in die Ferne gucken und ein- und ausatmen im Urlaub völlig aus. Aber für alle, die gerne etwas unternehmen, besonders in der Natur, hat Schleswig-Holstein so einiges zu bieten. Was man am besten macht, erzählt Christoph Karasch, Blogger und Schleswig-Holstein-Enthusiast. Ja, danke schön, Martha. Wir alle wissen natürlich, Bewegung stärkt Körper, Geist und Seele. Und man muss es einfach so sagen, die Möglichkeiten bei uns im echten Norden sind dahingehend so vielfältig wie auch unsere Landschaft. Nehmen wir zum Beispiel unsere Meere mit den endlosen Stränden oder auch die beeindruckende Seenlandschaft, die wir im Übrigen auch Süßwasseralternative nennen. Sowohl Profis als auch Anfänger finden da unterschiedlichste Sportmöglichkeiten. Suppen zum Beispiel. Da sind gar nicht viele Vorkenntnisse nötig. Ein bisschen Balance braucht man und dann können Sie direkt lospaddeln und unsere Region vom Wasser aus entdecken. Oder Surfen und Kiten. Denn wenn wir eins in Schleswig-Holstein immer haben, dann ist das Wind bekanntermaßen. Und das ist perfekt für den Wassersport. Egal ob Wellenreiten, Kitesurfen oder Windsurfen. Wir haben zahlreiche Reviere sowohl an der Nordsee als auch an der Ostsee und Surfschulen, die Ihnen das Surfen auch gerne beibringen. Der echte Norden zählt auch zu den schönsten Segelrevieren in Europa. Ein ganz besonderes Erlebnis ist es zum Beispiel, einen Segelturn durch die Inseln und Halligen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins zu machen. Dieser ständige Wechsel von Ebbe und Flut, also von Land und Wasser, schafft eine einzigartige maritime Landschaft. Und übrigens, auch an Land ist bei uns das Segeln möglich. Am Strand von St. Peter-Ording nämlich. Da geht es auf drei Rädern mit einem Segel einmal quer über den Strand. Es muss aber auch gar nicht immer Meer sein. Zwischen Nord- und Ostsee haben wir nämlich ein sehr abwechslungsreiches Binnenland, das Sie mit Kanu und Kajak entdecken können. Zum Beispiel auch auf unserer größten zusammenhängenden Flusslandschaft an Eider, Treene und Sorge. Und dabei kann es gut sein, dass Sie Begleitung bekommen von Störchen oder Kiebitzen und auch dem seltenen Brachvogel. Die sind nämlich alle bei uns unterwegs. Und einen ganz besonderen Sonnengruß haben wir auch noch im Angebot, nämlich morgens am Strand, beim Strand-Yoga. Den Blick aufs Meer gerichtet, die Füße im Sand und in der Nase der Salzgeruch vom Meer. Eigentlich geht es hier in Schleswig-Holstein auf unseren toll ausgebauten Radfernwegen ja meistens geradeaus. Aber wer an die Nordsee will, der sollte irgendwann mal links abbiegen. Durch die flache Marsch radeln und die salzige Seeluft inhalieren. Wer allerdings an die Ostsee will, sollte wiederum rechts abbiegen. Vorbei an den schönen Seelandschaften der holsteinischen Schweiz bis zu unseren beeindruckenden Steilküsten. Und wer mal was ganz anderes erleben will, der fährt einfach mittendurch, durchs Binnenland. Zum Beispiel auf dem Ochsenweg oder der alten Salzstraße. Das ist nämlich Geschichte zum Erleben und Radfahren zum Genießen. Kein Lärm, keine Hektik. Einfach nur Ruhe weit und breit. Und es ist alles bestens ausgeschildert. Nur auf den Wind von hinten braucht bei uns in Schleswig-Holstein keiner zu warten. Den gibt's nämlich einfach nicht. Nicht mal für die, die ihren Lapskaus artig aufgegessen haben. Sorry. Oder wie wär's, wenn Sie Schleswig-Holstein zu Fuß erkunden? Da gibt's zum Beispiel die Ostsee-Laufküste mit insgesamt 107 sehr gut ausgeschilderten Routen zum Spazieren, Laufen oder Wandern an den Stränden, an der Steilküste oder auch im Hinterland der holsteinischen Schweiz. An der Nordseeküste laden die grünen Deiche zum Nordic Walking ein oder auch das Wattenmeer zum Klima-Walking. Und die dritte Möglichkeit ist das Binnenland. Auch da gibt es so einiges, den Schalsee umrunden, den Sachsenwald besuchen, das hohe Elbufer oder auch den Naturpark Lauenburgische Seen. Und wer dann noch Power hat,
Besucht einen unserer 60 Golfplätze in Schleswig-Holstein, meistens mit direktem Meerblick. Oder in der Nebensaison rauf aufs Pferd und ab über die Strände. Sie sehen, die Sportvielfalt im echten Norden kennt keine Grenzen. In diesem Sinne, sportfrei und bis bald hier bei uns in Schleswig-Holstein. Wussten Sie, dass in Schleswig-Holstein die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt liegt, nämlich der Nord-Ostsee-Kanal? Fußgänger und Radfahrer können Schiffe aus aller Herren Länder wunderbar vom Ufer aus beobachten. Über den Meeresboden laufen? An der Nordseeküste Schleswig-Holsteins können Sie bei Ebbe gemeinsam mit einem Wattführer von Insel zu Insel spazieren und die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt hautnah erleben. Die fünf Dinge, die man in Schleswig-Holstein gesehen und fotografiert haben muss. Die UNESCO-Welterbestadt Lübeck. Mindestens einen Leuchtturm. Den Ausblick von einem Aussichtsturm über die holsteinische Schweiz mit der Seenlandschaft und dem Plöner Schloss. Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Lamas am Strand. Und warum die kleinen Städte in Schleswig-Holstein jedem Gast in Erinnerung bleiben werden, das weiß Lisa Hinzmann, unsere Städteexpertin. Moin, wie schön, dass Sie da sind. Die Städte in Schleswig-Holstein sind das perfekte Kurzreiseziel hier im echten Norden. Egal ob vor historischer oder moderner Kulisse, ob direkt am Hafen oder mitten im Binnenland gelegen, die Städte faszinieren ihre Gäste immer wieder mit ihrem maritimen Flair. Also, lassen Sie uns mit unserer Tour durch unsere Städte beginnen. Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss Ahrensburg. Das Wasserschloss diente als Herrenhaus für das aristokratische Ahrensburger Gut. Heute öffnet es seine Pforten als Museum für die Innenarchitektur des 18. und 19. Jahrhunderts. In der Kleinstadt Bad Bramstedt, mitten im Herzen des Holsteiner Auenlands gelegen, kommen Erholungssuchende, Sportbegeisterte und auch Städtetouristen voll auf ihre Kosten. Die Stadt lädt zu entspannten Spaziergängen, Rad- und Kanufahrten sowie mit ihren Kneipanlagen ein. In Eutin, auch das Weimar des Nordens genannt, schlägt das kulturelle Herz der holsteinischen Schweiz. Hier können Sie unter anderem das Schloss erkunden, den historischen Wasserturm besteigen oder auch einen Rundgang mit einem gewandeten Nachtwächter machen. Die idyllische kleine Hafenmetropole an der dänischen Grenze bietet mit ihrem skandinavischen Flair das volle Programm. Von Kultur über Shopping bis hin zu kulinarischen Erlebnissen und Events wie der traditionellen Rumregatta. Noch heute weht in Klein-Amsterdam der Wind seiner holländischen Stadtgründer. Mit dem Boot können Sie auf schmalen Grachten unter kleinen Brücken hindurchschippern und die Treppengiebelhäuser der Altstadt an sich vorbeiziehen lassen. Besuchen Sie die Stadt an der Elbe und entdecken Sie das Glück. Eine lebendige Kunstszene und den Original-Glückstädter Matthias. Dieser kulinarischen Köstlichkeit zu Ehren feiert die Stadt sogar jedes Jahr im Juni ein großes viertägiges Fest. Die gemütliche Nordseehafenstadt liegt direkt am weltweit einzigartigen UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Mitten in der Stadt kann man Ebbe und Flut hautnah erleben. Der größte Weihnachtsmarkt an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste ist ebenfalls in Husum zu Hause. Kiel bedeutet Seeluft atmen, eine frische Meeresbrise spüren und Kreuzfahrtschiffe bestaunen. Kiels Innenstadt hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt. Bestes Beispiel dafür ist der kleine Kielkanal. Schmale Gassen und historische Häuser, salzige Luft und stolze Segler, Marzipan und Maritimes. Das ist Lübeck. Oder auch die Königin der Hanse. Die Altstadt ist komplett von Wasser umschlossen und mit dem Boot aus ganz anderer Perspektive erlebbar. Eingebettet in den Naturpark Lauenburgische Seen liegt die idyllische Kleinstadt Mölln im Herzogtum Lauenburg. Die Stadt ist bekannt für ihren ehemaligen Bewohner und Narr Till Eulenspiegel, der am Brunnen auf dem historischen Marktplatz auf sie wartet. Besuchen Sie Schleswig-Holsteins Modemekka mitten im Herzen des Landes. Schlendern Sie im MacArthur Glen Designer Outlet durch kleine Läden und süße dorfähnliche Gassen. Kunst- und Kulturbegeisterte besuchen das Museum Tuch und Technik oder den Skulpturenpark in der Gehre-Stiftung.
Mitten im Grün und nur ein Katzensprung von Hamburg entfernt liegt Norderstedt. Dieses grüne Juwel wurde 2011 zum Austragungsort der Landesgartenschau gewählt. Das Kulturwerk am See, ein ehemaliges Kalksandsteinwerk, ist heute Kultur- und Spielstätte zahlreicher Künstler verschiedener Genres. Gelegen im Herzen der holsteinischen Schweiz erwartet sie ein traumhaftes Schloss, eine niedliche Innenstadt sowie eine schöne Seenlandschaft, die zum Kanu und Radfahren einlädt. In Rendsburg kann man die großen Pötte am Nord-Ostsee-Kanal vorbeiziehen sehen, durch die Altstadt bummeln oder entlang der Blue Line die Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken. Imposantes Wahrzeichen, die 2,5 Kilometer lange Eisenbahnhochbrücke mit der weltbekannten Schwebefähre. Tja, die Städte hier oben haben eben alles, was man sich wünscht. Es gibt sie mit Meerblick, mit Seeblick, mit Flussblick, mit Schlickblick und sogar mit Klappbrückenblick. Natürlich gibt es in Schleswig-Holstein viele schöne Möglichkeiten, sich zu entspannen, den Ausblick zu genießen oder einfach mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Große Events, aber auch kleine, charmante Veranstaltungen und außergewöhnliche Locations bieten immer eine tolle Kulisse, um den Tag ausklingen zu lassen. Was bei einer Städtereise durch Schleswig-Holstein definitiv nicht fehlen darf, ist ein Abstecher durch eine der zahlreichen traditionellen Manufakturen. Gerade in dieser digitalen und schnelllebigen Zeit sind es die kleinen, feinen, handgemachten Sachen, denen wir besondere Bedeutung schenken. Entdecken Sie nun mit uns auf einer kulinarisch-künstlerischen Reise unsere regionalen Betriebe und deren Schätze hautnah. Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Die Hansen Honigmanufaktur in Ahrensburg zeigt Ihnen, wie Sie Bienenwachstücher selber machen können und so Ihre Lebensmittel wie zu Großmutters Zeiten frisch halten. Bei Luca Case werden mit viel Liebe zum Detail verschiedenste individuelle Accessoires aus Leder entworfen und gefertigt. Fahrräder mit Persönlichkeit. Herkelmanns nehmen sich Zeit, für Sie das optimale Fahrrad zusammenzustellen. Das traditionelle Flensburger Rumhaus mit mehr als 140-jähriger Geschichte hält die ursprüngliche Kultur der Rumstadt Flensburg am Leben. In der Strandkorbmanufaktur werden seit über 35 Jahren als Familienunternehmen in Nordfriesland die Strandkörbe von Hand hergestellt. Probieren Sie den Original Glückstädter Matthias, der nach altem, traditionellem Rezept von Plotz Matthias hergestellt wird. Turbin, die Galerie des Nordens, ist seit über 40 Jahren in Husum ansässig. Sie bietet Rahmen- und Vergolder-Workshops für jedermann an. In 2 bis 3 Workshop-Tagen kann im Boardlab ein eigenes Surf- oder Kiteboard nach eigenen Designvorstellungen gebaut werden. Jedes Glas, ein handsigniertes Unikat, wird in aufwendigen Arbeitsschritten hier bei Rotterglas geschliffen. Die Praline gilt als Krönung der Schokoladierkunst. Lernen Sie in einem 4-stündigen Workshop in der Pralinenmanufaktur die süße Kunst der Herstellung kennen. Spinner, Weber, Tuchmacher. Das Museum Tuch und Technik zeigt Ihre Geschichte und die eines uralten Handwerks von den Anfängen bis heute. Wenkstern, Custom Cars. Von Hand mit Herz. Eine Stadtrundfahrt der anderen Art in einem Fahrzeug, das es so noch nie gegeben hat. Mosaiklegen. Eine Kunst, die es seit Jahrtausenden gibt, die aber nie alt wird. Im Atelier am Schösee in Plön können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und vom Alltagsstress entspannen. Auf rund 600 Quadratmetern erleben Sie die Geschichte des Buchdrucks hautnah. Bei einer der vielen Druckvorführungen lernen Sie, wie schon Gutenberg vor fast 600 Jahren arbeitete. Für alle, die im Urlaub gerne shoppen, hat Schleswig-Holstein einiges zu bieten. Von großen Designerlabels bis zu kleinen Einzelstücken aus regionalen Betrieben findet jeder hier etwas für seinen Shoppingbag. Wussten Sie, dass hier bei uns im Norden das größte Segelsportereignis der Welt stattfindet? Die Kieler Woche. Neben den sportlichen Ereignissen verwandelt sich die Stadt in eine riesengroße Party. Wir sind vor allem nordisch, aber auch international. Denn auch für Kunstliebhaber hat Schleswig-Holstein so einiges zu bieten. Die Nordart zählt zu Europas größten Kunstausstellungen zeitgenössischer Kunst. Die Künstler aus aller Welt präsentieren ihre Werke vor historischer Industriekulisse. Ein gutes Bauchgefühl ist das A und O, auch im Urlaub. Und auch da hat Schleswig-Holstein einiges zu bieten, nämlich im kulinarischen Sinne. Ob fangfrischer Fisch, zartes Deichlamm, würziger Käse oder rauchiger Kartenschinken. Hier locken vielfältige regionale und saisonale Genüsse feinster Qualität.
Wie tief die Liebe einheimischer Produzenten und Gastronomen zu ihrem Produkt ist und warum die dabei hilft, dass es nachher richtig gut schmeckt, das weiß Udit Schwab zu erzählen. Ein Koch und jemand, der sich ganz und gar der schleswig-holsteinischen Küche verschrieben hat. Die schleswig-holsteinische Küche ist so lecker, weil sie so abwechslungsreich ist. Wir haben hier in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, dass wir aus einem großen Korb von Lebensmitteln wählen können, die regionaler Herkunft sind. Wir haben den Gemüsebauern im Inland. Wir haben hier am Hafen jeden Tag frischen Fisch. Wir haben ganz tolle Viehzüchter, die Rinder züchten, die Schweine züchten, die Geflügel züchten in kleinen Herden, wo wir ganz tolle regionale, alte Gerichte in einem neuen Anblick wieder zubereiten können, was die Küche sehr, sehr interessant und abwechslungsreich macht. Die Einheimischen und die Gäste gehen am liebsten dort essen, wo es authentisch ist. Sie gehen oftmals in Hofcafés, wo sie hausgebackenen Kuchen bekommen oder in kleinen Bäckereien, wo sie teilweise sogar dabei zuschauen können, wie Brot und Brötchen gebacken werden. Oder sie gehen in die Altstadt, in den kleinen Städten, in das kleine Fischrestaurant, in das kleine Spezialitätenrestaurant, wo sie regionale Produkte genießen können. Die Gastronomie in Schleswig-Holstein ist sehr breit aufgestellt. Sie hat kleine Gastronomien mit einfacher Küche. Sie hat aber auch Sterne-Gastronomie zu bieten. Viele dieser Gastronomen sind auch in dem Verein Feinheimisch Genuss aus Schleswig-Holstein e.V. organisiert, die wiederum gepaart mit Gastronomen und Förderern sich verpflichten, alles an regionalen Produkten in ihren Speisen zu verarbeiten. Kulinarische Souvenirs aus Schleswig-Holstein für meine Lieben, für meine Freunde in der Heimat, für ein Stück Schleswig-Holstein würde ich aus einem Hofladen mitnehmen, wo man handgeschleuderten Honig oder hausgekochte Marmelade kriegen kann. Ich würde vielleicht in ein Bonbon-Geschäft gehen oder in eine Brennerei und einen hausgemachten Gin mitbringen, was hier sehr weit verbreitet ist. Sowas würde ich gerne mit nach Hause nehmen wollen. Hier in Schleswig-Holstein liebe ich es zu kochen, weil ich hier eine sehr große Auswahl regionaler Produkte habe. Ich habe den direkten Kontakt zu den Einheimischen und zu den Gästen, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Übrigens, dass wir wirklich Fanat in diese Fischbrötchen sind, zeigt sich jedes Jahr Anfang Mai. Wir lieben diese maritime Delikatesse so sehr, dass wir sogar den Weltfischbrötchentag feiern. Unglaublich, aber wahr. Es gibt ihn tatsächlich, den schleswig-holsteinischen Wein. In kleinen Anbaugebieten und trotz salziger Luft, starkem Wind und eher mäßigem Sonnenschein gedeihen die Reben und lassen sich zu hervorragendem Landwein verarbeiten. Auch in diesem Jahr sind die Reiseumstände noch etwas anders. Daher ist es in jedem Fall sinnvoll, sich gut zu informieren. Zum Beispiel auf den Seiten der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, der Orte oder der Regierung. Bei speziellen Fragen zur geplanten Unterkunft oder der Attraktion, die Sie besuchen möchten, empfiehlt es sich, direkt beim Anbieter nachzufragen. Besonders bei Events lohnt sich der Griff zum Telefonhörer oder ein Blick auf die betreffende Website. Denn Veranstaltungen können in diesem Jahr immer noch ausfallen, verschoben werden oder unter ganz anderen Umständen stattfinden. Dies war nur ein kleiner Einblick, doch wenn er Ihnen Appetit gemacht hat, dann kommen Sie gerne vorbei auf einen schönen Schnack, wie wir